spiele jetzt Cash. So, irgendwann muss es ja laufen. Und wir haben direkt Buben als erste Hand. 50 Subs auf einmal oder alle verschenken zusammen? Wie du willst. Achso, nee, alle auf einmal natürlich. So, Leute. Wir werden hier drei Betten mit Pocket Buren. Die Buren. Plan ist hier eine 4-Bet zu callen, vielleicht sogar auch All-In zu stellen, wenn er 4-bettet. Flop ist 8-6-2 Rainbow. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall immer groß betten auf dem Flop. Ich glaube, hier brauchen wir immer eine große Bet. Wir wollen ja Value so von 9. Wir betten ja auch nicht allzu oft, deswegen, wenn wir betten, betten wir direkt groß. Unsere Hand braucht auch ein bisschen Protection. Value kriegen wir von 10ern, 9ern, 7ern callen einmal. Flat. Hier haben wir auch noch einen Frontplayer, da müssen wir nur einen Big Blind nachzahlen. Okay, das ist mal ein guter Flop, Leute. Wie spielen wir denn die gefloppten Nizzles jetzt? Hat natürlich wieder keiner was. Okay, wir müssen weiter checken. Hilft ja nichts. Wir müssen weiter checken. Irgendeiner muss jetzt mal anfangen hier, komm. Irgendeiner muss doch mal betten. Ach, kommt, Leute. Euer Ernst? Okay, einfach nur callen. Nur callen. Jetzt Ray sieht auch mega stark aus. Ich spiel's halt. Ich muss halt callen. Er callt auch nochmal. Geil. Geil. Witzig. Jetzt hätte ich mal gerne jemanden mit 7 dann hier gecoolert. Ja, toll. Okay, den River müssen wir auch checken. Das ist natürlich nice, ne? Ich meine, das Board war super und jetzt haben jeder, der eine Dame hat, hat auch einen Full. Na toll. Was hatten die denn da? Ass 7. Ja gut, die hatten halt alle nichts. Er hatte das Ass in Herz. Ass 8. Gegen den Open Race wahrscheinlich eher ein Call als eine 3-Bet. Die kleinen Offsuited Aces wollen wir auf jeden Fall öfter 3-Betten. Die mit dem hohen Kicker wollen wir wahrscheinlich auch oft callen. Wie viel Prozent mehr Rakes hat man jetzt eigentlich als Deutscher auf PokerStars? Ich glaube, diese 5% Steuer. Aber du kriegst ja durch das Rakeback kriegst du ja einiges zurück. Jetzt checkt er. Hat Ace High genug Showdown Value? Ja. Ja. Ich würde sagen, ja. Da braucht man nicht anfangen zu betten. Vor allem nicht mit der 8 in Herz. Mit dem Ass in Herz vielleicht schon eher. Jetzt haben wir sogar noch eine Value-Hand. Checkt er, oder will er hier irgendwie auch so Sachen check-raisen, wie zum Beispiel, ja, hier wollen wir auf jeden Fall groß betten, glaube ich, auf dem Turn. Weil wir wollen ihm halt andeuten, dass wir vielleicht einen 9 bluffen oder so. Oder wollen wir vielleicht doch lieber kleiner wetten? Ich weiß nicht, ich würde sagen groß. Ich würde sagen eher groß in Position. Und der River ist sehr sexy, weil den können wir, glaube ich, sogar... Nein, es wäre halt jetzt sick, wenn er irgendwie sowas wie... Ich glaube, ich werde nochmal groß betten. Ich glaube, er hat hier wahrscheinlich sowas wie ein Overpair. Selten ein Overpair. Vielleicht aber Ace High. Wir blocken halt Ace High, aber ich glaube, dass wir ein Value Bet haben. Nice. Mit der 8 haben wir ein Value Bet. Da hätte man sogar auch overbetten können. Das ist schon relativ klar, dass er Ace High hat. In einem ähnlichen Spot habe ich ja letztens einen Bluff geoverbettet. Und da wurde ich gecallt. Deswegen glaube ich, dass ich vielleicht hier auch overbetten könnte. Wahrscheinlich könnte ich hier echt auch overbetten in dem Spot. Wir floppen einen Gutshot. Wollen wir hier betten mit dem Gutshot? Ja, wollen wir auf jeden Fall. Und zwar groß, glaube ich. Keine Floats. Wir wollen definitiv keine Floats. Und ich glaube, den Turn müssen wir auf jeden Fall betten. Jetzt ist halt, jetzt wollen wir rauskriegen, alles was eine 8, eine 7 ist. Wir müssen den Turn bluffen natürlich. Vielleicht sogar mit einer Overbet. Mein Overbet wäre wahrscheinlich hier sogar noch besser als eine normale 75% Potbet. Ich glaube, dass wir hier sogar wahrscheinlich den Flop Check callen oder Check raisen müssen. Beides geht. Ich gehe mal mit Check Call. Jetzt haben wir zumindest ein paar gemacht. Kriegen wir hier überhaupt noch irgendein Value? Drittelpot oder was? 10er? 10er blocken wir. Was kann er haben, wenn er einen Turn checkt? Queen Jack suited. Ja, das ist natürlich hart. Das ist natürlich hart. X verstehe nix. X nix verstehen. Das ist ein 3-Bet. Wir machen 3-Bet-only-Approach. Deswegen hast Dame immer 3-Bet. Camellos. Ich glaube, Camellos ist regular. Und er snap-called. Oh, 10, 9, 3 Rainbow.
ist, glaube ich, ein Check Behind, oder? Ich glaube nicht, dass wir da eine Range Bet haben. Auf keinen Fall. Dame ist natürlich jetzt eigentlich eine gute Karte, aber auch eine schwierige Karte. Ist halt die Frage, groß oder klein? Ich glaube, groß. Value holen. Polar. Auf jeden Fall Polar. Polarisierend betten. Polar. Polar. Nach Polarkreis. Vielleicht sogar auch Overbet. Bin dabei, Enertisch 1-2. Aber hier, Bankroll Management, Norbert, ne? Mach keinen Scheiß. Flop gut. Das dann auf jeden Fall eine Range-Bet. Ja, ich glaube sogar, das ist eine große Bet auf dem Flop. Ich glaube, das wollen wir, jedes Ass wollen wir groß betten und die Bluffs wollen wir auch groß betten. Einfach für Value. Oft haben wir hier auch ein paar Checks drin. Ne? Das können wir öffnen, ne, Chat? Das können wir öffnen. Am Button geht das. Dame 7-4 Rainbow auf dem Board. Keine kleine Bet. Ich glaube, hier ist eine große Bet angesagt. Hier ist echt immer eine große Bet angesagt. Ist auch ein potenzieller Freizeitspieler. 7 called, 4 called. 7 ist jetzt schlechte Turnkarte. Die müssen wir jetzt leider checken. Ich hätte jetzt alles Mögliche, nur die 7 nicht als Turnkarte mir gewünscht. Deswegen checken wir. Aber wir können halt River callen, wenn er bettet, weil er kann ja auch 5-6 haben. Ich frage mich, ob wir sogar noch Value haben, ehrlich gesagt, mit der 8. Also eigentlich sollten wir ja für dünnen Value gehen, ne? Deswegen machen wir es auch. Wir gehen für dünnen Value, Leute. Ich gehe für dünnen Value. Weil er kann mir die Dame auch nicht wirklich geben, ne? Deswegen. Vielleicht macht sein Hero Call mit der 4. Das 4, die macht den Call. Weil er könnte Freizeitspieler sein und die Bet. Nice. Dünner Value ist wichtig, Leute. Auch mit der 8 als Kicker. Was hat er gehabt? Boom. Guck mal hier. Hat er Buben langsam gespielt. Dann können wir ihn auch mal als Freizeitspieler markieren, weil er Buben nicht 3 bettet aus dem Big Blind. Und wir machen die 3-Bet immer klein. Immer kleine 3-Bet hier. Wir wollen ja auch, dass die Leute gegen uns callen. Out of position. So, Flop ist gut. Wir wollen hier, glaube ich, eher Halfpot spielen. Ich finde, hier wollen wir Halfpot betten. Auf dem Board. Da betten wir einfach. Wir blocken kein Kreuz. Und wir wollen Value von 10ern, 8ern, Buben. Ja, Checkraise ist sehr groß. Reinstellen wollen wir nicht. Wir callen auf ein Nicht-Kreuz. Werden wir All-In callen. Eine 9 sehe ich nicht in seiner Range. Jetzt sind 9er und 7er noch unwahrscheinlicher geworden. Ein 3er sowieso. Obwohl, er könnte als User-Spieler auch mal sowas wie 3er haben. Ist eigentlich eine gute Turnkarte. Ich glaube, wir werden klein betten. Welcher Bet-Size kotzt der jetzt am meisten? Oder gehen wir All-In? Ich glaube, wir gehen All-In, oder? Ja, wir gehen All-In. Kleine Bet, weiß nicht. Ich glaube, All-In kotzt da am meisten. Wenn er Jacks oder Tens haben sollte. Schade. Schade, schade. Hier können wir gegen ihn. Oh, schon wieder Ladies. Nochmal Ladies. Drei Betten. Okay, auch hier machen wir wieder gleiches Prinzip. Hier werden wir einen River bluffen. Ich werde versuchen, gegen den Buben zu bluffen. Können wir sogar noch größer, glaube ich, betten. Hier mit den Damen wird es jetzt nochmal spannend. Ich habe Halfpot gebettet. Ich weiß nicht, ob man hier vielleicht noch größer betten muss. Turn ist gute Karte für meine Range, also bette ich auch nochmal. Für Value. Slash auch Protection. Checken kann ich es nicht, weil meine Range trifft das Ass besser als seine. Warum? Ich meine, er kann halt Ass X in Spades haben, keine Frage. Aber ich denke halt, dass wir hier den River dann checken müssen. Und ich hoffe, dass es Check-Check geht und wir gewinnen gegen eine 10. Schade. Ja, der ist Queen. Vierer werden passiv defended. Leider keine 4 gefloppt. Der Flop ist gut. Der Flop ist sogar ziemlich gut. Ich glaube, hier können wir einen Drittelpot betten. Weil hier foldet halt schon sehr viel, glaube ich, auch auf dem Flop direkt. Und wir haben Range-Vorteil einfach. Also Drittelpot. Und Turn werden wir dann groß betten. König, wir blocken halt seine Calling-Range. Wir blocken King, Queen, King, Jack. Also können wir hier, glaube ich, Turn gut barreln. Und das ist halt eine super Karte für unsere Ace-Kings halt, ne? Also wir haben halt Aces, Ace-King in unserer Range. Und ja, der River ist natürlich perfekt. Also den müssen wir jetzt bluffen. Wenn ich den wann dann. Der kann natürlich Ace-King haben, aber dann ist es halt so. Ich bin jetzt All-In, Leute. Und ich hoffe, dass der Bluff durchgeht und er nicht Ace-King und er, ja, kein Set hat. Er hat ein Set. Das ist fies. Jetzt haben wir natürlich... eklig. Haben wir natürlich genau in die Nuts reingeblufft, ne? Zweier können wir auf jeden Fall defenden gegen Button.
Wir haben mal mit Dame 9 die Action geclosed gegen Open Race. Ist allerdings ein 3x Open Race gewesen. Muss ein bisschen vorsichtiger sein. Zwei auf dem Board gegen große Bets, dann denke ich aber auch direkt auf Hold. Wenn er so groß bettet. Half Pot müssen wir, glaube ich, einmal peelen. Einmal peelen mit Second Pair. Und ich frage mich, ob wir die Karo Dame. Ne, leaden können wir sie nicht. Ich meine, der blufft eh nicht viel hier in dem Spot. Ich denke aber auch, dass er oft den Turn hinterher checken sollte. Und jetzt overbettet er all in. Hallo. Hallo. Ich habe noch die Karo 9 dabei. Problem ist halt, er blufft wahrscheinlich, oder seine Bluffs sind wahrscheinlich auch viele hohe Karos. Das ist close. Das ist echt close. Kann er Jack 10 haben vielleicht? Hallo. Geht direkt all in. Macht das mit dem König, dann haben wir noch die Karo 9 als Out. Könnte auch Ass Bube haben, so komplett ohne. Ich glaube, es ist sehr knapp. Er hat Ass 10. Das muss man natürlich halten. Oh, er macht Cashout, glaube ich. Das direkte All-In ist natürlich auch manchmal. Oh, wir bringen. Manchmal auch ein gewisser Tell. Problem ist halt, dass er halt so oft mit einem hohen Karo da All-In geht. Deswegen. Ah, sagst du aus der Position noch ein Punkt. Wir checken unser Jack 9. Haben wir eine Value-Bet jetzt? Ne, ich glaube, wir haben nochmal einen Check. Und River ist eine Value-Bet dann auf jeden Fall. Aber ein Drittel Pot. Und hier limpen wir die 5er hinterher, weil so viele Freizeitspieler am Tisch sind. Er macht's richtig, er raised groß. Wenn er jetzt callt, muss ich natürlich auch callen. Dann müssen wir eine 5 floppen. Dann ist es Zeit, eine 5 zu floppen. Okay, Leute, es ist Zeit, eine 5 zu floppen. Bring 5. Knapp daneben. Knapp daneben. Und hier ist es an der Zeit, eine 6 zu floppen. Oh, nee, aber das ist jetzt ein guter Flop, Leute. Da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Wir spielen gegen einen Freizeitspieler. Der hat groß geraced. Oh, das ist geil. Das ist sehr, sehr geil. Ich glaube, wir machen hier Overbet, Overbet jetzt. Wir machen Overbet, Overbet, weil er hat wahrscheinlich oft ein Ass. Und jetzt callt er wahrscheinlich mit dem Ass immer. Boso. Oh, schade. Was checkt er denn? Und dann macht er das? Das verstehe ich nicht. Das macht doch keinen. Kann man callen, kann man all-in gehen, geht beides. Seine Bluffs halt drin behalten. Seine Bluffs sind halt jetzt auch. Sein Ass 5 ist halt gegen mich jetzt vorne. Sein Sizing ist natürlich penetrant schlimm. Maximal kotzwürdig. Aber ich werde es callen, natürlich. Keine Frage. So wie ich Assi auch spielen würde in dem Spot. Und jetzt checkt er. Und jetzt sind wir halt. Er wird kein Overpair folden, deswegen glaube ich nicht, dass wir hier anfangen müssen zu bluffen. Ist jetzt natürlich. Ich weiß nicht, ob das ein guter oder ein schlechter River ist, muss ich ganz ehrlich gestehen, Leute. Dieser River gefällt mir gar nicht. Aber ich block halt Flushes und das Problem ist, er kann halt einfach Ass 5 haben. Muss ich das jetzt callen, folden? Ich werde es callen. Ich hoffe halt, dass er mit irgendeinem Bluff halt auftaucht. Oder Same Hand. Ja. Wow. Aber es ist schon kotzwürdig, der Spot. Schon sehr kotzwürdig. Dass er da aber auch All-In stellt auf dem Ass-River, das ist schon hart. Aber den haben wir schon mal rausgefunden. Das ist nicht schlecht. Was Checkrace da hier? 5, 6, Set 3er, Set 4er, 3, 4, König 3, König 4. Checkrace müssen wir callen. Jetzt check der Turn. Haben wir noch eine Bet? Drittelpot. Hat er Ass-X? Ich glaube, Ass-X Checkrace da nicht. Ich block Bet Turn, weil die Karte ist für mich besser als für ihn. Dann kann ich den River hinterher checken. Okay. Aber dass er Ass 5 da checkraced, wundert mich tatsächlich, muss ich gestehen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, weil er hat mit Ass 5 da auch Showdown Value. Also muss er es eigentlich nicht checkraisen. Aber gut, dass wir es wissen. Hat er auch gesnappt checkraised. Oh, wir haben Kings, Leute. Kings in den Chat. Ist die Zahl oben rechts Realität? Nee, nicht 2K down heute. Das ist Gesamtergebnis, Malheur. Leute. Wir callt 4 Betten hier in dem Spot.
aufmerksamer. Wir sind heute. Date today. Wir sind heute nur 367 down. Und jetzt haben wir Kings. Wir laufen hoffentlich nicht in Asse. Bitte nicht Asse. Bitte nicht Asse. Bitte nicht Asse. Bitte einfach nur nicht Asse. Bitte einfach nur nicht Asse, habe ich gesagt. König. 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 Zweiter Lauf. König. 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 Ich habe keine Lust mehr, Leute. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Was habe ich denn verbrochen? Warum? Was stimmt denn nicht? Was ist denn los? Ich weine gleich. Haben wir noch ein Value-Bet hier mit Ace-High? Ich glaube, wir können sogar noch Value-Betten hier, ne? Callt ja mit schlechterem Ace-High. Da muss man noch größer Value-Betten. Oder hat er einfach mal so ein Clickback? So ein random Clickback. Okay. Gut. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Small Blind gegen Button. Was ist hier los? Was ist das für ein geiler Name? Schmiedi der Kackfisch. Tag im Chat. Bietest du Coachings an? Ja. Auf meiner Website. Immer freitags. Was für ein Name. Schmiedi der Kackfisch. So, Conti-Bet hier. Das könnte doch jetzt mal reingehen hier. Okay, ich glaube, das geht dann auch einfach rein jetzt hier. Ne? Ich meine, die 6 ist... 8, 9 kommt an. Aber jeder schlechtere Bube callt. Also sind wir jetzt all in. Oh! Wow! 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 Das gibt's ja gar nicht. Wir können auch nochmal resetten hier, das gibt's ja gar nicht. Wahnsinn! Neuner! Nur drei Betten. Größer als normal. Das ist Freizeitspiel. Ich würde gerne eine 9 auf dem Flop. Okay, keine 9. Auf dem Board, ich glaube, da machen wir Dreiviertel-Board immer groß. Ich glaube, am besten ist hier einfach groß zu sein. Turn ist eigentlich ganz gut für unsere Range, würde ich jetzt vermuten. Call dann noch was Schlechteres. Wir betten auf jeden Fall weiter. Ass 8 callt auch nochmal den Turn. 9, 10 blocken wir. Ist unwahrscheinlich, dass er einen Buben hat, wenn ich ein so großes Sizing verwende. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt Check-Check geht und wir gegen Ass 8 gewinnen hier. Check! Check! Er checkt nicht. Er checkt einfach nicht. 5, 6. Kommt an, 9, 10. Blocken wir. Ein Buben unwahrscheinlich. Er kann 8 oder 7 da reinstellen. Ein Buben stellt er nicht all in. Was hat er denn hier? Hat er ein Set gefloppt? Dieses Button und er ist Freizeitspieler. Ich block 9, 10 halt, ne? Bube 8. Buben. Ich kann es noch nicht mal sagen, warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir vorne sind, Leute. Oder ich will es mir schönreden, das kann auch sein. Oder wie so Dame 10 oder so. Nee, nee, wir waren nicht vorne. Nein, nein, waren wir nicht. Nein, das waren wir nicht. Aber es sind auch so die einzigen Hände, so 7er, 8er. Mal lecker Flap hier gucken. Aber geht nicht. Ist immer gut mit dem Buben hier. Check mal durch. Check mal down. Nee. Dass er da den Flop nicht gebettet hat. Warum hat er den Flop nicht gebettet? Ladies in den Chat, Leute. Ladies in den Chat. Eidewitzka, Kapitän. Sie haben ein Topset gefloppt. Sie haben ein Topset gefloppt. Und jetzt kriegen wir hoffentlich einen Check Raise. Ein Chick-Race. Okay. 2 Jahre Support vom Robocop. Der beste Mann hier. Wahnsinn. Dankeschön, Mann. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für den Resub.
Vielen Dank, wie lieb von dir. Ich kann eine ganze Menge Toupet jetzt haben. Oder einfach auch Check Full spielen. Das ist auch blöd. Nein, dann müssen wir es holen, glaube ich. So, liebe Leute, ich lasse es für heute. Ich glaube, es hat keinen Sinn. Wir haben tatsächlich heute mit Turnieren ein Tausender verloren, was nicht geil ist. Aber es ist halt, wie es ist. Dafür ist die Bankroll da, ne? Ich meine, zwei Plays, die fraglich sind. Der eine Bluff, den muss ich nochmal reviewen. Und den Call mit den Neunern, aber das war mehr so ein Bauchgefühl. Irgendwas sagte mir, der ist nicht so stark, wie er vorgibt, aber ich lag falsch. Schade Schokolade. Es ist, wie es ist, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr hattet Spaß. Ich rate euch jetzt zu Easy with Aces. Also, macht's gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke an Daniel für den Content heute. Mit Matchpoker. Vergesst nicht, checkt mal die Matchpoker-Seite aus und das Crowdfunding. Bald geht auch die Crowdfunding-Kampagne von Feelfood zu Ende. Dann könnt ihr Feelfood euch gönnen mit 20% Rabatt über meinen Code. GG's in den Chat. Danke euch fürs Zuschauen, danke fürs Supporten, danke fürs Subben. Wir sehen uns am Sonntag wieder, vielleicht spontan am Samstag. Bis dahin, nicht vergessen, Pokerbeast-Kurs gönnen, E-Books gönnen, Content auf Instagram gucken, Tweets liken, retweeten. Ich bin am Ballern. Bis Sonntag. Macht's gut. Und für alle, die im Grand Casino Asch die Bounty Hunter Days spielen, good luck, good luck, good luck. Tschö, tschö. Haut rein.